Hallo Freunde, heute geht es mal um ein paar sehr simple Tricks, die dir im Notfall dein Leben retten können, die aber viele Vorsorgekanäle vergessen zu erwähnen, vermutlich weil sie es auch nicht besser wissen. Aber dafür habt ihr ja dieses Video. Und dabei sind diese Techniken nicht mal aufwendiger, sondern um einiges einfacher und effizienter. Beginnen wir einfach mal mit dem Licht. Einige von euch nutzen vielleicht Petroleumlampen oder Laternen, in denen sie Kerzen anzünden. Diese geben natürlich auch Wärme ab. Diese sind aber meiner Meinung nach nicht die effizienteste Art, Licht zu erzeugen. Zum einen, weil diese einen vergleichbar hohen Brennstoffverbrauch haben, zum anderen aber auch wegen der Gefahren der Kohlenmonoxidvergiftung und natürlich auch eines Brandes. Viel effizienter erscheinen mir da batteriebetriebene Lichterketten. Mit einer Ladung an Batterien kommt man schon mehrere Monate hin. Und diese kann man in jedem Rossmann, Nanunana und in vielen weiteren Geschäften für wenige Euro erwerben. Und gerade in der Vorweihnachtszeit kann man diese natürlich auch in vielen Geschäften erwerben, wo es sie sonst regulär nicht zu kaufen gibt. Und die zweite Sache ist es, einen kompletten Raum aufzuheizen. Kommen wir nun zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Heizen. Viele reden ja davon, einen kompletten Raum aufzuheizen. Und am besten noch mit einer Verbrennungsmethode, die wieder über diese zwei Gefahren des Brandes und der Kohlenmonoxidvergiftung verfügt. Vor allem, wenn man schläft, ist es für mich zum einen gefährlicher, zum anderen ineffizienter und für Fremde und Nachbarn deutlich auffälliger. Und jetzt kommt das, was ich in den allermeisten Vorbereitungsvideos vermisse. Das sind Wärmflaschen und Wärmepflaster. Um Wärmflaschen bzw. Wasser für Wärmflaschen zu erhitzen, braucht man nur für einen sehr kurzen Zeitraum eine Brennstoffquelle. Und dieses Wasser könnte man auch theoretisch je nach Gegebenheit außerhalb des Hauses erhitzen, ohne der Gefahr des Hausbrandes oder einer Kohlenmonoxidvergiftung. Wärmeflaschen sollte man daher meiner Meinung nach einige zu Hause bereithalten. Und wenn man improvisieren muss und eh draußen Feuer macht, kann man auch Steine im Feuer erhitzen und diese dann anschließend mit in den Schlafsack nehmen. Natürlich erst dann, wenn eine Temperatur erreicht ist, die keine synthetischen Stoffe zum Schmelzen bringt. Wärmepflaster kann man auch ein Weilchen lagern. Bei ihnen muss man allerdings beachten, dass sie nach ein paar Jahren der Lagerung nicht mehr zu gebrauchen sind. Des Weiteren gibt es auch noch Taschenwärmer, die man immer wieder wiederverwenden kann. Und bei ihnen muss man jetzt nur noch ein Metallplättchen verbiegen und die Wärme kommt von ganz alleine. Sie sind aber nicht ganz so heiß wie Wärmflaschen. Aber wenn es im Winter kalt ist, sorgen sie schon für einen deutlichen Temperaturunterschied. Außerdem kann man für den Wärmeerhalt in einer schlecht ausgerüsteten Gruppe auch die Pinguintechnik anwenden. Da fragt der eine oder andere sich vielleicht, was damit überhaupt gemeint ist. Die Pinguine leben bei teilweise minus 40 Grad Celsius in der Antarktis und drängen sich dicht an dicht, um sich und die anderen zu wärmen. Und das Gleiche funktioniert bei Menschen auch sehr gut. Es gibt zum Beispiel auch Partnerschlafsäcke oder man kuschelt sich mit mehreren Personen unter die gleiche Decke, zieht sich aus bis auf die Unterwäsche und erhält sich gegenseitig die Körperwärme. Das ist richtig effektiv. Da haben wir bei meinem letzten Erste-Hilfe-Kurs zufälligerweise drüber geredet. Was man darüber hinaus aus seinem Erste-Hilfe-Kit sehr gut verwenden kann, sind die Rettungsdecken. Die kann man über sich oder hinter sich sehr gut aufspannen, da sie die Wärmestrahlen reflektieren. Direkt über die Decken oder Schlafsäcke legen würde ich sie nicht, da sie keine Feuchtigkeit durchlassen und es dann nach mehreren Tagen ziemlich eklig werden kann. Und kommen wir zu einer weiteren Frage. Decken oder Schlafsäcke? Was ist besser, um die Wärme zu halten? Da muss ich auf jeden Fall und zu 100% sagen, Schlafsäcke.
Die halten die Wärme bei gleichem Material deutlich, deutlich besser. Die bilden ja so einen Kokon um euch, während die Decken nach außen weggehen. Wenn sie nicht gerne mal verschwinden bzw. sich auf alle möglichen Arten und Weisen verdrehen und verhuddeln. Wenn man mehr als eine Person ist, kann man auch Kombi-Schlafsäcke kaufen, die man miteinander kombinieren kann, so dass mehrere Personen in einen Kokon passen. Wichtig ist aber auch immer, dass ihr den Kopf gut bedeckt, da ihr sehr viel Wärme über den Kopf verliert. Und da eignet sich meiner Meinung nach am besten die Kombination aus Sturmhaube und Fliegermütze. Diese gibt es auch in Daunenvarianten. Bei dem ganzen Kuscheln kommen wir aber mal zu dem Thema Hygiene. Und da gibt es auch einen sehr simplen Trick, um sich mit einer sehr geringen Menge an Wasser täglich frisch zu halten. Und zwar nimmt man 50 bis 100 Milliliter Wasser, nach Belieben noch etwas Seife und macht damit einen Waschlappen oder die Spitze eures Handtuchs nass und schrubbt damit den ganzen Körper sauber. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, danach fühlt ihr euch wie frisch geduscht. Und ich kenne keine effizientere Methode, sich mit so wenig Wasser so gut zu reinigen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.